Meine Damen und Herren, gestern wurde ich zu einem Telefoninterview von einem regionalen Sender angerufen. Die junge Dame stellte mir unter anderem die Frage, warum wir diese Feierstunde begehen. Ich war verblüfft und verwies in meiner Antwort auf den selbstgestellten Auftrag der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft, das Andenken an den Königstuhl und die deutsche Geschichte insgesamt zu wahren und darauf, dass nach jahrzehntelanger, schmerzhafter, gewaltsamer Trennung Deutschlands die Freude an die Wiedervereinigung erinnert werden sollte. Nach dieser spontanen Antwort und der Beendigung des Interviews erschien mir die Frage allerdings nicht mehr ganz so abstrus wie vorher. Warum gedenken wir nach mehr als 20 Jahren jedes Jahr der Wiedervereinigung? Warum gedenken die Franzosen nach mehr als 200 Jahren jedes Jahr mit großem Pomp der Revolution? Weil wir uns immer wieder der Grundlagen unseres Gemeinwesens versichern wollen. Wir Deutschen erinnern uns an die Überwindung der erzwungenen Trennung und an das friedliche Verschwinden des sozialistischen Gewaltregimes. Gleichzeitig ziehen wir Bilanz über das bisher Erreichte und versichern uns der Gemeinsamkeit, mit der wir die vor uns liegenden Aufgaben bewältigen wollen. Darin sehe ich auch den Zweck dieser Feierstunde, zu der ich alle Anwesenden herzlich begrüße. Sehr geehrter Herr Bruderschaftskanzler Gareis, sehr geehrter Landtagsabgeordneter Biebericher, sehr geehrter Herr Landrat, lieber Alexander, sehr geehrte Herren Bürgermeister und Beigeordnete, verehrte Gäste, liebe Renserinnen und Renser. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Ist diese unsere Hymne noch zeitgemäß? Sind es diese Werte für Deutschland in der Welt, für die unsere Gesellschaft stehen? Einigkeit, Recht, Freiheit, Brüderlichkeit. Ich meine heute mehr denn je. Gerade am heutigen Tag der deutschen Einheit richtet sich unser Blick auf diese Werte, auf unser einig Vaterland. Eine Zivilgesellschaft gedeiht nur in Freiheit und Demokratie. Sie gibt ihren Bürgern Rechte, fordert aber auch Verantwortung und Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber. Ohne die Arbeit von ehrenamtlich Tätigen wäre auch die deutsche Einheit, das Zusammenwachsen von Ost und West, nicht zu schaffen gewesen. Dieses Miteinander fing beim Aufbau Ost an und hört bei der Gestaltung von Feiertagen wie dem heutigen noch lange nicht auf. Die Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft ist so ein Teil unserer Zivilgesellschaft. Sie begeht jedes Jahr mit dieser Feierstunde den Tag der deutschen Einheit in Verantwortung vor unserer Geschichte. Dafür gehört der Bruderschaft großen Dank und Anerkennung. Die Teilung Deutschland hat unser Vaterland tief geprägt, dass wir seine Einheit feiern können, gehört für mich immer noch zu den großen Wundern unserer Geschichte. Zu verdanken ist dieses Wunder den Bürgerinnen und Bürgern, die bereit waren,
für Einigkeit und Recht und Freiheit zu kämpfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bruderschaftskanzler Gareis, lieber Stadtbürgermeister der Stadt Rhens, lieber Helmut, liebe kommunale Familie, es ist schön, dass wir in solcher zahlreicher Form und wenn die hauptamtlichen Bürgermeister Bruno Seibelt, Michael Suret, der Hajo Stuhlträger als ehemaliger Bürgermeister Schmalz, als Bürgermeister der Nachbargemeinde hier sind, dann zeigt das, Herr Spitzler als Beigeordneter der Verbandsgemeinde, dann zeigt das, hier ist etwas Besonderes. Und wenn der Herr Schumacher aus Main auch hier ist und hier hingekommen ist, dann strahlt es über den Raum hinaus. Und das ist das Schöne, dass wir heute wirklich etwas feiern. Wir feiern 22 Jahre deutsche Einheit, wiedervereint in Frieden und Freiheit. Eben ist es angeklungen und wer hätte das gedacht, dass in Frieden und Freiheit wir diese Wiedervereinigung schaffen würden. Und ich gehe fest davon aus, dass auch im Landtag viele, lieber Andreas Biebricher, lieber Herr Dr. Volkert, nicht mehr daran geklopft haben. Es gab die vielen Diskussionen. Haben wir überhaupt noch ein Recht darauf, darüber zu sprechen, wiedervereint zu werden? Und die Geschichte hat uns eines Besseren belehrt. Die Geschichte ist einfach über uns hinweggekommen und hat uns diese Einheit beschert. Und deshalb bin ich froh, dass ich heute hier eine Rede halten darf, denn die historische Dimension dieses Datums muss man ein Stückchen ausleuchten. Und dann kommen wir zu den Fragen zurück, die meine Vorredner eben auch schon dargestellt haben, nämlich zu den Fragen, was macht denn unsere Demokratie aus, auf die wir so stolz sind und warum wollen wir diese in die Zukunft gestalten. Über 20 Jahre ist es her, dass die Menschen in der DDR mit ihrem Mut und ihrer Kraft die historische Chance zur Überwindung der Teilung ergriffen haben. Wir sind das Volk, haben sie ganz schnell umgewandelt in die Aussage, wir sind ein Volk, um damit deutlich zu machen, dass hier Einigkeit bestehen soll. Und Richard von Weizsäcker sagte am 3. Oktober, wir haben jetzt einen Staat, den wir selbst nicht mehr als provisorisch ansehen und dessen Identität und Integrität von unseren Nachbarn nicht mehr bestritten wird. Am heutigen Tag findet die Vereinte Deutsche Nation ihren anerkannten Platz in Europa. Was für eine emotionale Wirkung das Ereignis der Jahre 89 und 90 für die Menschen in Ost und West hatte, das müssen wir, solange wir es noch können, weiterleiten. Denn die junge Generation kann es kaum noch erfassen und Sie müssen sich vorstellen, es ist 22 Jahre her. Die, die jetzt 20 sind, haben Deutschland nur als ein Deutschland erlebt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch in dieser Zeit deutlich machen, darauf hinweisen und immer wieder sagen, das war nicht so seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern es hat viele Arbeit, viele Ideen, viele Gedankengänge gebraucht. Denn 40 Jahre lang war die Teilung bittere Realität. Und Helmut Kohl hat am 9. November 1989 gesagt, dass das einer der glücklichsten Augenblicke in seinem Leben sei. Auch für viele Menschen, egal ob in Ost und West, vor den Fernseher konnte man damals dieses glückliche Ereignis beobachten und sehen, dass die Mauer gefallen ist. Die meisten Bürger aus dem sozialistischen Teil Deutschlands hatten zum ersten Mal die Chance zu reisen, dorthin, wo das Herz es begehrte, und hatten die Chance, Söhne, Töchter wiederzusehen, hatten die Chance, ohne Zwang den eisernen Vorhang zu überwinden. Jetzt haben wir 5 neue Bundesländer und der Aufbau findet weiter statt. Das Zusammenwachsen findet weiter statt. Denn es ist erforderlich, dass man eine Wirtschaft, die durchaus im höchsten Maße nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu ernähren, auf das Niveau führt, was wir hier hatten. Das ist keine Überheblichkeit, sondern es ist Realität, dass maximal 70% der Produktivität im Osten war von der, die wir hatten, und die Schere ging weiter auseinander. Während im Osten über lange Jahre und auch im August 2012 noch 10% Arbeitslosigkeit herrscht, sind es bei uns 4%. Das macht deutlich, dass wir hier auch noch viel arbeiten müssen. Und es macht deutlich, dass das Großartige, was wir erreicht haben vor 22 Jahren,
weiterhin in die Realität umgesetzt werden muss. Und ich denke, die Vereinigte Nation, die lässt sich nicht nur wirtschaftlich definieren, sondern die muss auch im Geiste definiert werden, also im Denken und im Lenken. Und der demokratische Rechtsstaat muss mit Überzeugung in die Köpfe aller unserer Bürgerinnen und Bürger hineinkommen. Denn wer die Demokratie nicht verteidigt, meine Damen und Herren, der wird sie verlieren. Und aus meiner persönlichen Sicht gibt es nichts Besseres als Demokratie, weil Demokratie Macht auf Zeit und Macht geteilt ist. Sie verhindert den Machtmissbrauch und deshalb muss sie so verteidigt werden. Sie ist eine Staatsform, die uns über lange Jahre, Jahrzehnte, die längste Periode von Frieden beschert hat. Und sie ist ja keine neue Staatsform. 2500 Jahre ist es her, dass Aristoteles und Platon über die Demokratie nachgedacht haben. Die einen hatten eher die positiven Seiten und die anderen eher die negativen Seiten dieser Staatsform dargestellt. Und wenn man sich vorstellt, dass Aristoteles noch die Demokratie eher in die Richtung von Tyrannis und Oligarchie gebracht hat, weil er diese nicht ganz durchleuchten konnte, wie wir sie jetzt empfinden, dann müssen wir sagen, wir haben mit unserer Demokratie eine Staatsform gefunden, die auf Werten aufbaut und die diesen Werte auch tradiert. Und hier kommen wir zu dem Riesenproblem, über das wir, und ich sagte es eben schon, dass ich es kurz ausleuchten möchte, dass wir uns die Frage stellen müssen, was ist wichtiger, neue Werte permanent erfinden und diskutieren oder Beständigkeit ein Stück in diese Demokratie einkehren zu lassen. Ich will weder versuchen, sie in die eine noch in die andere Richtung zu beeinflussen, aber ich möchte es aufwerfen und in Fragen darstellen. Also Beständigkeit oder Wandel, was ist nun besser? Mein Plädoyer lautet, nur wenn wir uns intensiv mit unseren Werten auseinandersetzen, kann es gelingen, differenzierte Wertungen für unsere Demokratie zu treffen. Demokratie bedarf eines Grundkonsenses in der Bevölkerung. Wenn wir den nicht mehr haben, werden wir äußerst schwierig unsere Demokratie für die Zukunft fit halten können. Und ich werde es gleich noch kurz durchleuchten, aber haben wir diesen Grundkonsens? Bricht er etwa auseinander? Haben wir noch Familienbegriffe, die wir gemeinsam definieren können? Haben wir noch Begriffe vom Eigentum, was Allgemeingültigkeit hat? Und wenn wir diese Frage miteinander diskutieren, sollten wir immer uns dessen bewusst sein, Demokratie bedarf eines Grundkonsenses in der Bevölkerung. Denn Demokratie arbeitet nicht mit Macht und Schrecken wie eine Diktatur, sondern sie lebt von der Akzeptanz der Idee und der sie verkörpernden Werte. Und nur wenn es gelingt, dass wir die Werte in unserer Demokratie verteidigen, werden wir unsere Demokratie verteidigen können. Denn Demokratie ist nicht Gott gewollt, Demokratie ist nicht naturwüchsig und kein Demokrat wird geboren. Jeder Mensch, jede Generation muss sich neu daran gewöhnen und Erfahrungen sammeln, um auch für die Demokratie eintreten zu können. So mussten damals die Menschen in der ehemaligen DDR auch die neue Staatsform lernen und sich an sie gewöhnen. So mussten die neuen Freiheiten erst begriffen und dann für sein eigenes Leben entdeckt werden. Politikwissenschaftlich ist Demokratie der Oberbegriff für jede politische Staatsform und Ordnung, in denen die Herrschaft aus dem Willen des Volkes hervorgeht und dem Volk rechenschaftspflichtig ist. Ich sage Ihnen eindeutig, und dies zum zweiten Mal, aber es ist so wichtig und so zentral. Es gibt keine bessere Staatsform als die der Demokratie, weil sie Gewalt in zweierlei Hinsicht teilt. Und wir haben ja gelernt, dass wir in unserem Staatsaufbau die Legislative, die Judikative, die Exekutive haben. Wir haben es gelernt, dass die Medienlandschaft das Ganze begleitet und dann auch die Möglichkeiten auslotet. Wir haben gelernt, dass vermeintliche Mehrheiten die demokratischen Prozesse auch ausgestalten können und die Medien hier auch großen Einfluss nehmen können. Presse ist ein wichtiger und kritischer Begleiter der Demokratie, denn sie hat eine Wächterfunktion. Wenn aber Institutionen des Staates, und da sollten wir auch drüber nachdenken, wahllos von Medien angeprangert werden, wie sollen sich Autoritäten entwickeln? Und wie kann ein Staat ohne Autoritäten leben? Also, auch Medien tragen eine
hohe Verantwortung. Sie müssen differenzieren. Und lassen Sie uns die Frage mal stellen, ist es in unserer Medienlandschaft überhaupt noch möglich, Autorität sich entwickeln zu lassen? Und ist man nicht allein deshalb, weil man bereit ist, Repräsentant der Demokratie zu sein, angreifbar? Sie werden auch erleben, dass Zitate gesprochen werden wie immer mehr Politiker, und dann kommt dahinter was Böses, was immer mehr Politiker immer mehr tun. Ist das eine Aussage, dass wir in einem Sumpf leben, der trockengelegt werden soll, von dem man sich eigentlich abwenden soll? All das ist aber ein Klima, das unsere Demokratie nicht verteidigt. Wir müssen ein anderes Klima erzeugen, denn wir müssen erleben, dass, wenn ein solches Klima, wie eben dargestellt, scheinbar vorhanden ist, die Bürgerinnen und Bürger sich abwenden und sagen, das muss ja dann wohl mit der Demokratie zu tun haben. Das muss ja wohl damit zu tun haben, dass hier irgendwas schiefläuft und die Idee wird nicht mehr verteidigt. Aber genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Idee verteidigen. Deshalb müssen wir kämpfen, dass dieses Gefühl nicht entsteht, und wir müssen kämpfen, dass die Demokratie auch für die Zukunft gewappnet ist. Und lassen Sie mich es noch an einem Beispiel deutlich machen. Ist unsere Demokratie, so wie wir sie hier haben, eine Schönwetterdemokratie, die dann, wenn es Wachstumsphasen gibt, wenn es das Meer zu verteilen gibt, heftig streiten kann, wer denn mehr von dem Meer bekommt? Oder ist es auch eine Demokratie, in der Lage ist, dann, wenn es darum geht, die Wellen der wirtschaftlichen Konjunktur auch mal in einem Tal zu durchleben, zu fragen, wo können wir sparen? Ist die Demokratie geeignet, Weichenstellungen für einen Sparkurs zu stellen? Oder schaffen wir es nicht? Und da können wir ganz schnell mal an einer Frage uns dies beantworten. Stellen Sie sich zwei politische Gruppierungen vor. Die eine verspricht, sie bekommen mehr Geld, wenn sie gewählt wird, und die andere verspricht, sie bekommen weniger Geld, wenn sie die wählen. Die Frage ist schnell beantwortet. Also müssen wir an der Stelle auch miteinander ehrlich umgehen und diskutieren, wie wir unsere Demokratie für die Zukunft aufstellen. Denn Demokratie bedeutet ja, der Mensch delegiert seine Stimme, damit das Mandat des Abgeordneten hoffentlich das wahrnimmt, was er sich vorstellt, unter dem, was wahrgenommen werden soll. Und meine Damen und Herren, hier sind wir wieder an dem Punkt von eben. Haben wir denn noch für die gleichen Worte die gleichen Bedeutungen? Haben wir noch einen Grundkonsens in unserer Gesellschaft? Oder muss es zwangsläufig zu diesem Auseinanderfallen zwischen dem, was der eine meint und was der andere glaubt, gewählt zu haben, kommen? Wenn dem so wäre, müssten wir hart kämpfen miteinander, dass wir wieder gemeinsame Werte bekommen. Denn ansonsten ist die Idee der Demokratie im Auflösen begriffen. Ich möchte das nicht. Deshalb kämpfe ich hart und jeden Tag und führe auch viele Diskussionen genau in diesen Grundsatzfragen. Denn der Austausch, den wir brauchen zwischen Politik und Bevölkerung, ist unheimlich wichtig, damit keine Entfremdung in den Begriffswahlen voneinander stattfindet. Die Frage des systematischen Webfehlers gilt es zu diskutieren. Aber immer unter dem Aspekt, es gibt keine bessere Staatsform als unsere Demokratie. Nicht unter dem Aspekt, auch noch beweisen zu wollen, wie schlimm wir dran sind, sondern zu werben, hier haben wir etwas, was ein hohes Fund ist, hinter dem wir uns versammeln müssen. Hier haben wir etwas, was wir niemals aufgeben dürfen. Und trotzdem, meine Damen und Herren, Sie sehen es in der großen Politik. Ich möchte nur ein kleines Beispiel ausleuchten, wenn der Bundesrat mal wieder gegen den Bundestag läuft. Übrigens egal, wechselweise, ja, je nachdem, wer wo wann die Mehrheit hat. Dann wird von der Bevölkerung der Bundesrat als Blockadeinstrument empfunden. Der Bundestag entscheidet was, der Bundesrat ist dagegen. Das ist auch ein Gefühl, was unserer Demokratie nicht hilft. Was unserer Demokratie nicht hilft, weil es ein Gefühl der Machtlosigkeit, der Entscheidungslosigkeit hervorruft. Auch hier müssen wir miteinander diskutieren, damit wir die Teilung der Macht, die natürlich zu Kontrollmechanismen führt, nicht zu weit führen. Das Bundesverfassungsgericht, und wenn ich das so anspreche als Mitglied des Verfassungsgerichts von Rheinland-Pfalz, dann sage ich das auch mit Hochachtung, weil wir nämlich im Bundesverfassungsgericht wieder ein Korrektiv haben, was all diese Machtballons miteinander in Einklang bringt. Aber
Wenn wir so viele Gesetze wie in letzter Zeit aufgehoben bekommen haben, Sicherungsverwahrung, Hartz-IV-Regelsätze, Pendlerpauschale, Lauschangriff, um nur ein paar zu nennen, dann muss man auch miteinander diskutieren, wie gestaltet sich denn die Mehrheitsfindung? Wie gestaltet sich denn die Meinungsbildung? Nichts machen bedeutet keine Weiterentwicklung. Weiterentwicklung und dann sofort wieder von allen Ebenen eingebremst zu werden, bedeutet keine Chance der Weiterentwicklung. Im Gegenteil, das bedeutet, dass dann diejenigen, die die Mehrheiten geschaffen haben und die Mehrheiten getragen haben, sich in irgendeiner Weise immer wieder legitimieren müssen, haben wir denn was falsch gemacht, weil schon wieder alles aufgehoben wurde? Auch hier müssen wir unsere Demokratie verteidigen. Es muss zu einem völlig normalen Verständnis werden, dass wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung aufhebt, dass dies in unserem System eine normale Folge eines Entscheidungsprozesses sein kann und nicht gleich in eine Niederlage übergemünzt wird, sondern man sagt, das ist unsere Demokratie, so wie wir sie haben wollen. Also, auch hier müssen wir viel lernen, die verschiedenen Ebenen miteinander in Einklang zu bringen. Und meine Damen und Herren, wer verteidigt eigentlich unsere Demokratie? Wir, das ist eine gute Aussage und deshalb sind wir ja hier. Aber verteidigen meine ich jetzt nicht abwehrend militärisch, verteidigen meine ich jetzt nicht wie ein Warschauer Pakt oder die NATO, sondern verteidigen meine ich mitleben und in die Demokratie einbringen. Fernseher an, Tagesschau und auf die Entscheidungen schimpfen, das ist zu wenig. Ich weiß, dass ich ein Stück übertrieben habe, aber es ist wichtig, dies auch so darzustellen. Denn wir brauchen den gesellschaftlichen Austausch und wir merken ja, unsere Gesellschaft hat sich rasant verändert. Denken wir bitte zurück, wie die Gesellschaft sich vor 20 Jahren, vor 30 Jahren dargestellt hat. Sie ist heute eine andere. Und wenn wir überlegen, was unsere Errungenschaften sind, es ist noch keine 100 Jahre her, es war im Jahr 1923, dass das Radio erfunden wurde. Heute haben wir Internet mit allen Möglichkeiten, allen Chancen und allen Risiken, die Sie immer wieder erfahren. Parteien haben das Internet längst entdeckt. Obama wäre nicht Präsident geworden ohne diese Kommunikationsmöglichkeiten. Und auch in Damaskus und Kairo wären noch andere Regenten dran ohne diese Möglichkeiten. Die sozialen Netzwerke sind also von einer hohen Bedeutung in unserer Demokratie. Und dann gibt es jetzt neu Abgeordnetenwatch. Es werden also Fragen der Bürger an Politiker gestellt. Übrigens werden die auch organisiert. Das heißt also, wenn Sie einen Politiker an der Stelle überrumpeln wollen mit 200 oder 300 Fragen, dann ist er mal für eine Woche blockiert, ehe er wieder was anderes tun kann. Und die Fragen müssen wir jetzt miteinander diskutieren und erörtern. Wie wollen wir uns aufstellen? Ich sage es mal bewusst, hauptamtliche Abgeordnete müssen da durch. Aber ich kann auch ein Mitglied eines Kreistages mit 20, 30, 40 Fragen blockieren. Haben wir denn das uns vorgestellt, dass im Stadtrat von Rhens die Abgeordneten dann mit so vielen Fragen über die Geschehnisse in der Stadt blockiert werden? Ist es wirklich das Ziel, dass sie länger hinterm PC sitzen, um Antworten zu schreiben, als sich mit dem Bürger zu unterhalten? Also hier kommt etwas Neues auf uns zu, was auch unsere Demokratie gestaltet und was die Grenzen der Belastbarkeit derer, die in der Demokratie tätig sind, und da bin ich bei dem Punkt, den ich ansprechen möchte, auch hervorhebt. Wenn wir unsere Demokratie so aufstellen, dass sich keiner mehr darin wohlfühlen kann, weil er keiner mehr in der Lage ist, den Anforderungen gerecht zu werden, die auf ihn gestellt werden, ja, wer soll denn dann noch unsere Demokratie verteidigen? Wer soll dann noch unsere Möglichkeiten für die Weiterentwicklung darstellen? Deshalb bin ich fest überzeugt, hier müssen wir miteinander diskutieren, damit wir unser gemeinsames Fundament entwickeln, damit wir in der Lage sind, der Demokratie Akzeptanz und vor allen Dingen auch das Angenommensein in der Seele bescheren können. Für die Zukunft wünsche ich mir erstens das Bewusstsein in der Bevölkerung, jeden Tag neu muss ich arbeiten, damit meine Demokratie erhalten bleibt und ein Stückchen besser wird. Zweitens, Demokratie bedeutet, dass Mehrheiten in bestimmten Fällen Entscheidungen treffen und dass diejenigen, die nicht zur Mehrheit gehören, auch diese Entscheidungen akzeptieren, selbst wenn sie anderer Meinung bleiben.
Werte, die bereits akzeptiert wurden, setzen Grenzen für Mehrheitsentscheidungen. Drittens, die Institutionen der Demokratie, Parlamente und Verwaltungen müssen als Eckpfeiler der Umsetzung dieser Demokratie gesehen werden und sie sollten aus dem Spektrum der Ironie und des Lächerlichmachens herausgenommen werden, da ohne Eckpfeiler keine Demokratie lebens- bzw. überlebensfähig ist. Und viertens, in der Medienlandschaft sollte ein Fehlverhalten eines einzelnen Mandatsträgers oder einer einzelnen Einrichtung nicht stets als Systemfrage gestellt werden und so aufgearbeitet werden, dass alles in Skandalen mündet. Auch in Medien besteht die Pflicht, die demokratischen Organisationsstrukturen und Systeme zu verteidigen und positiv darzustellen, dass gerade die Demokratie ist, die ihnen die Meinungsfreiheit garantiert. Also Demokratie, unser gemeinsamer Auftrag. Demokratie, ein Auftrag, der gerade an dem Tag wie dem 3. Oktober in den Mittelpunkt zu stellen ist, weil hier hat die Gedankenwelt der Demokratie über die Gedankenwelt der Diktatur gesiegt. Friedengruß von Rhens, Königsstuhl zu Rhens am Rhein. Erbaut von Rhenser Bürgern nach dem Willen Kaiser Karl IV. König von Böhmen und Kurfürst, ein Monument des Rechts, der Versöhnung und des Friedens durch Jahrhunderte. Heute grüßen wir am Tag des wiedervereinten deutschen Staates die Bürger in alle 16 Bundesländer. Zu lange waren wir durch eine widerrechtliche Teilung getrennt. Zu viele Menschen haben unsäglich gelitten, durch Tod, durch Schikane und andere Misshelligkeiten. Die äußere Einheit ist lange erreicht. Die innere Einigkeit wird noch etwas Zeit brauchen, aber sie wächst und gedeiht. Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 wurde das Ende der Trennung Europas symbolisiert. Heute wächst Europa Ost und West wieder zusammen. Ehemalige osteuropäische Staaten, die uns feindlich gegenüberstanden, sind Teil unserer europäischen Gemeinschaft. Bauen wir weiter mit der Kraft Deutschlands an der Einheit Europas. Dass wir in Freude als ein Volk in Deutschland in einem freien, demokratischen, gerechten europäischen Haus leben und arbeiten können. Wir wollen dem patriotischen Geist anderer Völker achten und erhoffen für uns, dass eine über tausendjährige Geschichte der Deutschen mehr gilt als die Gräuel der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts. Die Leiden aller Völker sollen mahnend und unvergesslich sein. Dieser Tag soll für uns und alle Völker in Europa ein Tag der Freude sein, das Gemeinsame in der Geschichte der europäischen Völker muss für die Zukunft ein Band des Rechts, der Eintracht und des Friedens werden. So solle diese deutsche Einheit ein leuchtendes Friedensfeuer sein, für uns und alle Nachbarn in Europa in Einigkeit und Recht und Freiheit. Kaiser Ruprecht, Bruderschaft,
zur Pflege des Andenkens an der Königsstuhl zu Rhens und deutscher Geschichte. Gegeben am Königsstuhl zu Rhens am Rhein am 3. Oktober des Jahres 2012.